Stiehl das Boot. Muss ja irgendwo hier am Hafen sein, ne? Oder hier am Wasser, oder nicht? Ah. Da ist das Boot. Oder auch nicht. Dupti-dupti-du. Unentdeckt bleiben. Ups. Na, das ist ja zum Glück meine Spezialität. Was zum? Da ist einer. Da oben sind zwei. Da ist einer, da ist einer, da. Da sitzt noch einer. Da passt noch einer auf. Der wird sich einen Scheiß dafür interessieren. Leider nicht so weit, verdammt. Aha. Ruhe. Oh. Oh, achso, ich dachte schon, was ist denn jetzt hier los? Das Krötenvolk hat zugeschlagen. Eure Männer wurden von Kröten gegessen. Ei. Ich muss den Weg freiräumen, um das Boot herauszubekommen. Für die Hochbar 7. Das ist. Wie viele Klingen habe ich noch? Vier. Dann muss er da hinten noch sterben. Okay. Nee, ich sehe den anderen nicht. Schrecklich unvorteilhaft wäre das. Wenn ich unentdeckt bleiben soll. Basim soll die Truhe plündern. Auch Basim stellt sich auf die Truhe drauf. So, hier, an der Seite. Ja, komm. Was passiert dir? Also. Und jetzt auf den Kanal. So.
Sofort. Nicht übermütig werden. Gucken, dass hier... Wenn ich nicht irgendein random Heini sieht. Okay. Ab hier sollte es glatt laufen. Nur ein Mann mit seinem Boot. Die Luft ist rein. Ich lege nahe des Übergabepunkts an. Ein schöner Abschluss. Dann hier auch schneller. Gib mal Gas hier. Yo. Oh. So keine Ahnung, wie der Text geht. Oder my mother told me someday a hoop boy. Ups. Ja, oh, ja, ja, genau so. Darwishs Männer werden das Boot erkennen. Mein Teil ist erledigt. So. Vorsicht. Dann auch zu Zara. Wo war die? Zara und Sahara. Da. Perfekt, danke, dass du mich aus der Map geworfen hast. Wo ich eigentlich rein wollte. Wir brauchen noch mehr Scherben, ne? Nur mal so. Ich drehe hier voll durch in meiner Geisteswelt. So. So, weiter geht's. Muss ich kurz einen kleinen Cut machen. Wir begeben uns jetzt zu Zara, ne? Heißt die Zara. Oh. Da ist eine Truhe. Das ist aber nicht die Truhe aus dem... Ne, ich dachte jetzt schon... Leih mir deine Augen. Ach, das ist bestimmt die Truhe da aus dem... Bauernhaus, wo ich nicht reinkam. Aber hier die Abrado. Erstmal Essen klauen. Aus dem Gebüsch. Mal Platz. Die brennende Hand Gottes. Vorsicht. Weg. Oh. Aha. Na. Na, sieh mal einer an. Guten Tag, die Herren. Du bist unerwünscht. Es ist niemand da. Das ist die Gelegenheit, es zu durchsuchen. Achso. Das ist nicht der Bauernhof, den ich meinte. Da ist ein Schlüssel. Okay, das ist ihr Anwesen. Ja, dann müssen wir uns mal merken, wo das Ding ist. Kann er den jetzt aufwecken? Nee, kann er nicht. Na cool. Auf hier rumzuspringen. Nutze deine Chance, um in die Freiheit zu gelangen, mein Freund. War ich denn nicht schon mal? Sieht so leer aus hier. So gegnerlos. Warte, wo war der Schlüssel? Ich habe ihn da markiert. Hier drin wahrscheinlich, ne?
Gut. Anscheinend kann man hier einfach durchrennen und machen. Scheint ja nicht wirklich jemanden zu interessieren. Wachen hat sie auch keine. Holzwaffen und Übungsbogen. Unsere Gelehrte führt also Feder und Schwert. Aha, so einer also. Vorne hui. Hinten, ich mach dich Messer. Schlüsselwarnung. Bring den Schlüssel zum Lagerraum zurück, wenn du fertig damit bist. Also, lass ihn nicht rumliegen. Verstehe. Fuck. Pass auf, jetzt kann ich wieder drüber schieben, ne? Ja, ich wollte schon sagen. Das wär's jetzt Das sah erst aus wie etwas, das man kaputt machen könnte. So, was ist das? Wieder nur ein Verbesserungsplan. Noch ein paar Dinge klauen. Türen öffnen, damit ich überall Auswege und Einwege habe. Eine Katzenliebhaberin, hä? Vielleicht eine ehemalige Ägypterin. Also, zumindest der Vorfahren, meine ich. So. Die Vorfahren. So. So sieht mein Kater in Real Life auch aus. Schwarz mit gelben Augen. Beziehungsweise, ja, schwarz gibt's ja gar nicht bei Katzen. Die sind ja alle braun. Ja, eigentlich nur ein ganz, ganz dunkles Braun, was die Katzen haben. Aber schwarz ist ja trotzdem nicht falsch, kann man ja trotzdem so sagen. Wollte ich einfach nur mal ein bisschen klug scheißen. Was haben wir hier Schönes? Ein Buch. Noch ein Buch mit Gedichten von Arib. Sie ist in bestimmten Kreisen wirklich beliebt. Hat noch eine Katze? Ja, okay. Ich öffne hier mal alle Türen, ne? Zahra hat mit Sicherheit Verbindungen zum Orden. Genau wie jemand namens Arabisu. Sarik, der Orden ist mit dem, was wir im Haus der Weisheit erreicht haben, zufrieden. Die Zukunft hält Lieder über unsere glorreichen Taten und das Versprechen unserer Herrschaft bereit. Ich gehe davon aus, dass du dich auf dem Weg zurück in die Stadt befindest, um weitere Anweisungen entgegenzunehmen. Arabisu. Ich habe vieles in Erfahrung gebracht. Ich gehe besser nach oben und mache mich bereit. Zahra wird gleich zurück sein. Zahra, wie ich hörte, steht das unbezahlbare Artefakt, das du bei dir hast, kurz davor, um seine Geheimnisse zu offenbaren. Du weißt von meiner Suche nach den Spuren jener, die vor uns kamen, und von der Sorgfalt, mit der ich sie durchführe. Sobald dein wissenschaftliches Interesse befriedigt ist, hätte ich das Manuskript gern zur Verwahrung. Ich werde es höchst würdevoll behandeln und vor jeglicher Gefahr schützen. Al-Ghul. Warte auf dem Dach. Ach, deswegen sind die auch keine Wachen. Und ich dachte, ich wäre schon hier gewesen, aber... Die ist einfach nur unterwegs. Warten. Diener, bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis.
Und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Leg dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Das Paradies ist, wo man es findet. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Durchaus, Saina. Die wahren Antworten finden sich in Büchern. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Saina. Wenn ich das übersetzte Buch erhalte, werden wir ja sehen, wer das wahre Oberhaupt des Ordens ist. Wie du wünschst, Saina. Kannst du dich mal genau da drunter stellen? Achso, das ist so ein Kettenaufzug. Da stehen auch noch zwei. Das ist auch so ein Kettenaufzug. Da steht auch noch einer. Nicht bewegen, mein Freund. Kann ich dir eigentlich den Pen bringen? Jetzt muss ich mal ausprobieren. Ja, genau. Ich wollte mich runterhängen lassen, um mich dann wieder hochzuziehen. Da ist auch noch einer. Gute Nacht. Saida. So. Oh, lass dich bitte nicht zu weit fallen. Okay, die steht jetzt gleich wieder auf. Ich muss sie nochmal zum Schlafen bringen. Was ist denn? Was soll denn sein? Ah. Gute Nacht, Saida, für immer. Sachra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zum Laufen bringen. Nur gut, dass Hunain nicht ein Wort übersetzen konnte. Dank unserer meisterlichen Täuschung mittels des Feuers im Haus der Weisheit übersetzt der Gefangene Just in diesem Moment das namenlose Buch. Er wird keine Fuß außerhalb der Schreibstube setzen, bis seine Arbeit abgeschlossen ist. Sobald wir Einblick in das Innenleben des Artefakts haben, werden wir unser großes Werk Aru voranbringen. Sarah. Schaust du hier so hin? Hau ab! Hä? Hört sie fallen lassen? Außer sie sind ein Feuer dahinter lassen. Oh. Oh, rein. Was ist da? Suche Rivka im Haus der Bruderschaft auf. Erstmal gehe ich da den Turm freischalten. Und was ist das? Oder kriege ich ein Schwert? Ein Waffenhändler, Heini. Cool. Fertigkeiten?
Meistertaschendieb. Basisfertigkeiten als Taschendieb verbessern sich, womit er seinem Ziel effizienter wird, Sachen abnehmen kann. Du kannst ein neues Feld für Hilfsmittel freischalten, in dem du da bla bla bla. Ich überlege gerade, was ist hier besser? Attentäterkonzentration, Erweiterung 2. Gehen wir mal die Attentäterkonzentration. Ein Ziel wurde ausgeschaltet. Das große Werk. Verborgener Strippenzieher. Kopf der Schlange. Finde die versteckte Stätte. Achso, das ist jetzt Ordensmitglied Gedöns. So, was ist denn da? Und vor allem, wo ist es? Bei dem Stall. Dann gehe ich erst hier. Den Schnellreisepunkt freischalten. Dankeschön. Die heruntergekommenen Halunken, Alter. Holy shit. Oh, wir sind ein kleiner Halunke. Mein Freund, ich muss hier über die Mauer. What the fuck? Weiter hoch. Ja, als ob er das nicht schafft. Ja, klar, kann sich ja nicht festhalten. Warum nicht? Sinnlos. Schafft das denn hier? Ja, hier schafft das. Was ist hier? Damn! Look at... Ah, okay. Sah von außen besser aus, als es eigentlich war. Ein Mann mit Scherbe. Und ein Davi-Stiebstahl. Scherbenmann. Davi's. Was für eine Strafe? Was habe ich getan? Ja, mir kommt das überhaupt nicht bekannt vor. Sorry. Schon mal das Blasrohr ausrüsten. Vorsicht. Eigentlich müssen die Leute voll auf den Kopf kriegen und sterben, ey. Und ein Apfelbaum im Weg. Ah, aua. Na, hat er von hier aus gesehen. Was ist das? Ey, die Kuppel da hält mich auf. Kommt der da nicht dran vorbei? Läuft nur dumm dagegen. Plus 2. Müssen wir da schon... Wie viel haben wir denn jetzt? Müssen wir schon irgendwie 8 haben oder so, nicht? Dann dürfen uns ja eigentlich nur noch 2 fehlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hehehehe. Verkackte Buch da, ey. Was habe ich denn...
Ach, das ist von der Quest hier. Triff dich mit dem Waffenhändler, ja, komm. Was ist das? Ein Kartenmacher. Oh, 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 oh. Da müssen wir mal hin. Schon wieder vergessen, dass es den gibt. Platz machen. Hey, mein Freund. Fuck. Sei gegrüßt. Mach schneller, ich habe keine Zeit. Dürstet es dich nach alten Sagen, Mythen und Mysterien? Na sicher. Wie viel habe ich denn überhaupt? 13. Er damit. Er damit. Er damit. Es wird dir nützlich sein. Ich nehme alles. Wenn jemand sie aufspüren kann, dann sicherlich du. Ah, du suchst nach Erkenntnis. So. Hast du genug ist? Ich nehme einfach alles, scheißegal. Nein! Das war. So. Einfach alles mitnehmen. Platz machen, ich muss zum Waffenhändler. Auf Seite. Beiseite mit dir, doch. Guten Tag, mein Freund. Bashi schickt mich. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Ich kenne dich nicht. Soll ich dir nur auf dein Wort hin vertrauen? Hast du eine andere Wahl? Na schön. Ich weiß, wie man aus der Stadt kommt. Schlagzeilen. Ich habe Augen im Hinterkopf. Also versuch nicht, mich zu erdolchen. Du Grobian! Oh shit, auf einmal geht es ja voll los. Gibt es eine Gefahr zu kommen? Vorzugsweise von dir. Also ich bin sprachlos. Ja, geil. Oh shit. Ja, wollen wir Gas geben? Wohin, mein Freund? Vorn gibt es Ärger. Ärger wird uns nicht stören, mein Freund. Geh weg, Alter. Oh, jetzt ist alles sogar voll mit den Dingern, die ich gar nicht werfen müssen. Wo kam das denn her? Alter, ich dachte, da wäre so eine Kiste, die hochgeht. War nur so eine Lootkiste hier, Alter. Also so ein Sack hier, der Platz, dachte ich, wäre das. Der Weg der Mützen ist frei, mein Freund. Oha, die haben ja echt viele Münzen. Weil die Moneten hier rumfliegen. Brauchst du Stahl? Weißt du, es war nicht Sajert, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Er war